Ein einsamer Mana in der Wüste. Allein und in sich gekehrt blickt Matthias Sammer auf das Training der Bayern. Bisher läuft alles rund, doch der Sportvorstand bremst weiterhin die Euphorie beim Rekordmeister. Jetzt vom Fazit her bitte ich einfach, auch darauf Rücksicht zu nehmen, dass wir nicht mehr als einen ersten, allerdings sehr, sehr guten Schritt getan haben, aber eben auch nicht mehr. Gewohnt besonnen und mahnend präsentierte sich der 45-Jährige im Trainingslager in Katar. Sammer will sich von einer gelungenen Trainingswoche in der Sonne von Doha und von einer beeindruckenden Hinserie nicht blenden lassen. Dieses Fazit hier für das Trainingslager kann am Ende auch nur so lauten, dass wir hier körperliche Grundlagen gelegt haben in einer, finde ich, sehr, sehr guten geplanten Trainingssteuerung, sowohl was Ausdauer als auch Intensität betraf. Das ist sehr, sehr gut. Doch zurücklehnen, Zufriedenheit, das ist nicht die Sache des Matthias Sammer. Der FC Barcelona sei ein tolles Beispiel für permanente Weiterentwicklung. Da habe der FC Bayern noch einiges zu tun. Auch Nationaltorhüter Manuel Neuer weiß, dass das Team das vorhandene Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat und dass Sammer der richtige Mann für eine erfolgreiche Zukunft der Bayern ist. Ja, er hilft mit Sicherheit, auch gerade in der Persönlichkeitsentwicklung. Wir führen auch Einzelgespräche und da hält er mir natürlich die Stange und sagt, dass ich mich vielleicht auch noch ein bisschen weiterentwickeln muss in der Sache. Und das hilft mir als Spieler und ich denke, dass er es natürlich auch bei anderen Spielern macht. Und wenn wir uns da verbessern, jeder Einzelne, dann hilft das der Mannschaft und dann können wir noch Schritte machen nach vorne. Diese Schritte will der Herbstmeister in der Rückrunde gehen. Vielleicht wird dann auch Mana Sammer einmal kurz den Fuß von der Euphoriebremse nehmen.